Also, da kann man doch mal wirklich irgendwie Freude empfinden, an Teil der Digitalisierung, Made in Europe, Made in Germany zu sein, oder? Ich meine, das macht doch wirklich Spaß, sowas anzusehen. Also, es kann auch lustig gehen. Das Ganze ist ja nichts Neues. Wir müssen uns vor Augen halten, dass technologische Umwälzung, Disruption, eine Technologie, die die alte ablöst, seit ungefähr 500 Jahren im Gange ist. Das Ganze ging los mit dem Buchdruck ungefähr vor 500 Jahren, ging dann sehr linear mit Telefon, Fernseher, Transistor und so weiter bis ungefähr 1969, um dann in einer exponentiellen Kurve wirklich richtig abzuheben. Und exponentiell heißt nun wirklich, dass das Ganze rasend schnell geschieht und immer schneller wird. Das heißt, in der Zeit, in der wir hier über solche Dinge sprechen, kann sich schon wieder ganz. Ich möchte Ihnen das auch anhand eines Gedankenexperiments einmal demonstrieren. Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt in diesem Moment aufstehen und von Ihrem Platz aus gesehen 30 Schritte gehen. Wo würden Sie da landen? Ja, vielleicht in der Lobby oder vielleicht im Restaurant oder so, in der Art. Wenn Sie jetzt aber die ganze Übung nochmal wiederholen, Sie stehen auf und gehen beim ersten Mal einen Schritt, beim zweiten zwei, beim dritten vier, acht, 16 und so weiter. Und das Ganze wiederholen Sie 30 Mal wieder. Wo würden Sie da landen? Irgendwelche Schätzungen? USA? Ja. In der Tat würden Sie die Strecke zum Mond viermal hin und zurück schaffen. Es ist wahnsinnig schnell und es wird wahnsinnig schneller. Ich möchte mit Ihnen noch ein weiteres kleines Experiment machen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie alle Ihr Smartphone dabei haben. Zücken Sie es bitte einmal. Und dann sind da zwei kurze Fragen und ich bitte Sie, einfach diese kurzen Fragen zu beantworten. Es wird auch nicht namentlich erfasst. Wir sehen uns dann hier gleich mal die Auswertung an. Also die interne Kommunikation bei Ihnen, das bin ich aber wirklich sehr neugierig. Läuft vor allen Dingen noch über Telefon, ja, das hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet. Aber immer mehr auch über E-Mail. Menschen laufen und 85% von der Maschine übernommen werden. Jetzt fragt man sich natürlich, wie ist das möglich, von welchen Maschinen soll das bitte schön übernommen werden? Und da habe ich Ihnen auch ein paar Beispiele mitgebracht. Das eine ist das halt hier, das kennen Sie wahrscheinlich von allen Webseiten, da taucht dann unten so ein kleiner nerviger kleiner Screen auf. Und da können Sie chatten. Entweder sitzt da ein Mensch dahinter, oder das ist hier ein Beispiel von der IBM mit Watson. Die haben da eine künstliche Intelligenz dahinter geklemmt, die also wirklich sehr, sehr gut schon sich in Gebieten auskennt und sehr geschickte Antworten geben kann. Da gab es auch neulich den Fall, das habe ich gehört, das war irgendwie an einer amerikanischen Universität. Und die hatten zu wenig Tutoren, um die Erstsemester zu betreuen. Und die haben tatsächlich dann einfach angefangen, solche Chatbots dahinter zu klemmen und haben hinterher irgendwann die Studenten gefragt. Was war von einem echten Tutor, was war von einem Chatbot? Und das war nicht mehr unterscheidbar. Also die konnten es nicht mehr benennen, welche Antworten von einem wirklichen Menschen kamen.